So. Ready, steady, go. Können wir? Können wir das bitte auf Deutsch ansagen? Sonst auf die Plätze, fertig, los. Auf Badisch, Alter. Nee, das mag ich nicht. Das ist morgen nicht. Nee, danke schön. Hallo und herzlich willkommen zu unserem September-Video-Newsletter hier von der schönen Dachterrasse im Echobot-Hauptquartier in Karlsruhe. Neben mir sitzt mein guter Freund und Kollege Timo Bühler, der Leiter unserer Customer- und Partner-Development-Abteilung, und erzählt uns ein bisschen was über ein spannendes Event, was demnächst passiert. Gell, Timo? Genau, so ist es. Hallo auch von meiner Seite. Wir werden dieses Jahr im Oktober erstmalig eine digitale Echobot-Veranstaltung ausrichten, unsere EchoBoost Digitalveranstaltung am 8. und 15. Oktober. Sie können sich jetzt bereits anmelden. Wir werden neben den Kollegen hier aus dem Haus, die über Echobot berichten, auch einige externe Speaker zu Wort kommen lassen, die über die Themen Inbound Marketing, Webseiten, Tracking und Recruiting sprechen. Und wir haben dann auch noch eine kleine spezielle Überraschung für Sie, wie es sich für eine gute Veranstaltung, für einen guten Kongress gehört. Gibt es anschließend an die Webinare, also abends, dann auch noch ein Bier- und Wine-Tasting. Sie können sich jetzt schon anmelden, sich ein solches Bierprobe- und Weinprobepaket zuschicken lassen und dann von zu Hause aus ganz gemütlich an der Veranstaltung teilnehmen. Gerne mit Freunden, Kollegen oder Familie. Und neben dem digitalen Wein- und Biertasting habe ich auch noch ein anderes tolles Announcement, nämlich Echobot ist seit Ende letzter Woche komplett international. Das heißt, nicht nur die Oberflächen sind auf Englisch verfügbar, unsere Produkte Target und Connect, sondern wir haben auch unser sogenanntes UK Data Pack gelauncht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Sie über 5 Millionen Firmen und über 23 Millionen Kontakte aus Großbritannien jetzt über die Echobot Tools zugreifen können und eben nicht nur diese Daten erhalten, sondern beispielsweise auch geschäftsrelevante Triggersignale, also ob ein Unternehmen dort einen Managementwechsel hatte oder ins Ausland expandiert, ein neues Gebäude baut. All diese Informationen sind jetzt in Echobot verfügbar und zwar eben auch für UK. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt Kunden eben auch über die Grenzen hinaus unterstützen können, ihr Vertrieb und Marketing zu digitalisieren. Und was muss ich tun, um an so ein Paket ranzukommen? Genau, wenn Sie das interessiert, dann können Sie sich jetzt unter echobot.io direkt auf Englisch anmelden oder unter echobot.de einen Free Trial, also einen Test-Account beantragen und die Kollegen dann den Kollegen sagen, dass sie das gerne mal ausprobieren möchten. Und wir hoffen, dass Ihnen das hilft, Ihre Marketingaktivitäten auch über die Grenzen hinweg zu unterstützen. In diesem Sinne sage ich schon mal vielen Dank. Wir freuen uns, Sie bei unserem digitalen Kundenevent EchoBoost am 8. und 15. vielleicht auch per Video begrüßen zu dürfen. Ansonsten sehen Sie uns wieder im Oktober beim nächsten Video-Newsletter. Bis dahin, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Ciao.